Die Frage ist ein bisschen theoretisch, weil jeder Bürger in diesem Land die Antwort kennt. Sie können sich... Hey, Steffen. Die Regierung flüchtet aus der Verantwortung. Willkommen wieder unter den normalen Abgeordneten. Seitdem der Bart ab ist, bist du noch rebellischer. Und dann hat die FDP zurückgeschlagen. Der Vizekanzler hat sich verwandelt wieder in einen Parteivorsitzenden und hat sich hier hingestellt und hat eine sogenannte Sozialstaatsdebatte vom Zaum gebrochen. Nicht, weil ihn der Sozialstaat ernsthaft interessieren würde, weil wenn man denn dann ganz ruhig bleiben, nur nicht getroffene Hunde bellen. In der Ruhe liegt die Kraft, Kollegen. Zuhören, lernen, verstehen und dann können Sie antworten. Sie haben nämlich noch eigene Redezeit. Was die Wehrpflicht angeht, das geht überhaupt nicht. Wenn Sie sich angucken, was damit passiert in der Realität, das ist eine Katastrophe. Red doch mal mit der Truppe. Das geht doch alles gar nicht. Das muss ein bisschen Sinn und Verstand schon haben. Und außerdem sitzt du bei der falschen Partei. Setz dich zur CDU rüber, wo du hingehörst. So, und wenn man... Ganz ruhig bleiben. Du bist auch im Haushaltsausschuss, wir sehen uns ja. Ich kann den Kollegen Herrmann verstehen. Mein Lieber kleiner Hutanfall ist gut für Kollege Wahlaussagen. Kass. Aber ich komme zum Ende. Also ich könnte Ihnen ja noch stundenlang zuhören. Bedauerlicherweise hat Ihnen Ihre Fraktion eine miserabel kurze Redezeit zugestanden. Und ich warte die ganze Zeit auf Vorschläge aus den Reihen der Koalition, dass Sie einen Teil Ihrer Redezeit für weitere Belobigungen von Regierungsmitgliedern, insbesondere von früheren Bundesregierungen, zur Verfügung stellen wollen. Aber eine solche Meldung habe ich nicht erhalten. Deswegen nähern wir uns dem grausamen Ende Ihrer Redezeit. Herr Präsident, das werde ich tun. Im Ergebnis ist es doch so, dass wenn man diesen Antrag liest, man feststellt, dass hier wieder reine Ideologie gefeiert wird. Hier wird gesagt, also Staat ist immer besser als privat. Das ist genauso intelligent wie das, was die FDP immer gesagt, privat geht vor Staat. Also wir haben hier an den Rändern die Ideologen sitzen und jetzt ist es an uns in der Mitte zu erklären, dass das Leben nicht ganz so einfach ist, wie sich das manch schlichter Antrag vorstellt. Nur getroffene Hunde bellen, Herr Kollege. Aber im Ergebnis ist es doch so, dass ich, als ich diesen Antrag gelesen habe, gedacht, na ja, das ist wieder die übliche grüne Schreibe, linke Schreibe. Und im Ergebnis kann man sagen, dass es wohl so ist. Wir reden über ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das ist ja schon mehrfach gesagt worden. Können wir jetzt einfach, ganz wunderbar. Heißt das also, Zwischenrufe von der Regierungsbank werden ignoriert. Das Problem beim Kollegen Kampeter ist, dass er sich selten ignorieren lässt. Aber davon ab ist er zumindest lustig dabei. Das kann man jedenfalls hier nicht behaupten. Was ist denn das Problem bei dieser Regierung? Sie haben keinen Plan, Sie haben keinen Kompass und Sie haben keine innere Richtung. Der Fisch stinkt immer vom Kopf zuerst. Hier ist das auch so, hier kann man es erleben und das ist das Ergebnis und die Bürger dieses Landes werden es ertragen müssen. So allerdings, so lange allerdings, bis Sie die Chance haben, darüber abzustimmen, bei jeder Landtagswahl können Sie ja schon mal üben. Deswegen glaube ich, dass das, was Sie hier veranstalten, weder seriös noch gerecht noch anständig ist. Ich bin froh, dass wir als Sozialdemokraten die Schuldenbremse durchgesetzt haben, damit das Elend mit Ihnen nicht noch schlimmer wird. Vielen Dank. Herr Kollege Kaas, darf die Kollegin Winterstein Ihnen eine Frage stellen? Die von mir so geschätzte Kollegin Claudia Winterstein darf selbstverständlich gerne eine Frage stellen. Meine Güte, ich glaube, die traut sich jetzt gar nicht mehr bei dieser Schamoffensive, das zu fragen, was er eigentlich vorhatte. Doch, da bin ich unbarmherzig. Möchten Sie denn vor Ende der Redezeit noch mal eine Zusatzfrage des Kollegen Kalb beantworten? Das ist meine Rettung, sonst wäre ich ja gleich vorbei. So ähnlich sehe ich das auch. Bitte schön. Ich finde es unsäglich, wenn Sie sich hier hinstellen und privilegieren Steuerbetrüger und beschützen Menschen, die kriminell Steuer hinterziehen. Und das als christlich-liberale Regierung. Ist das unsäglich. Dieses Steuerabkommen gehört abgelehnt, dieses Steuerabkommen gehört versenkt und dieses Steuerabkommen ist falsch, menschlich, moralisch und anständig. Und das sollten Sie lernen. Das geht nämlich nicht. Und dafür haben die Menschen in diesem Land ein gutes, klares Gefühl. Wenn Sie sich entschuldigen wollen, können Sie das jetzt gerne tun. Wo ist denn die Lage?
Warum ist denn die Lage eigentlich gut? Das ist doch ganz einfach. Rot-Grün hat unter Gerhard Schröder die Reformen durchgesetzt, die dieses Land nach vorne gebracht haben. Rot-Grün hat es hier geschafft, das durchzusetzen, was die FDP noch nie durchgesetzt hat, eine anständige Steuerreform. Rot-Grün hat es geschafft, hier all die Sozialreformen durchzusetzen, von denen wir heute noch profitieren. Und Sie als CDU, CSU, FDP haben es in den letzten Jahren überhaupt nicht geschafft. Deswegen sollten sich alle bei Gerd Schröder, bei Rot-Grün bedanken, weil Sie kassieren die Windfall Profits. Sie sind diejenigen, die hier sitzen und davon profitieren. Herr Kahrs, Sie haben gesagt, wenn jemand mit Vater, Mutter und drei Kindern, Geschwistern aufwächst, in einer spießigen Familie aufwachsen würde. Das ist Diskriminierung. Und jetzt frage ich Sie, in unserer Demokratie mit Gewaltenteilung, mit wichtigen Institutionen, keine unserer Institutionen ist weder eine heilige Kuh noch unfehlbar wie der Papst, sondern alle Einrichtungen müssen sich, auch wenn man überzeugt ist, Kritik gefallen lassen. Und wenn ich der Überzeugung bin, dass das Bundesverfassungsgericht mal auf dem falschen Bein Hurra geschrien hat, dann sage ich das auch. Konrad Adenauer hat das übrigens auch schon gemacht. Frau Steinbach, wenn jemand wie ich, der zugegebenermaßen relativ spießig ist, mit meinem Freund, mit dem ich seit 20 Jahren zusammenlebe, was ja verglichen mit den Dauern mancher Ehen in Ihrer Koalition auch ziemlich spießig ist, wenn wir beide mal heiraten wollen und nicht die gleichen Rechte haben wie andere, ernsthaft, dann verstehe ich nicht, warum Sie das nicht wollen, wenn wir denn füreinander Verantwortung übernehmen und auch die Pflichten übernehmen. Spießig ist nicht immer schlecht. Wie gesagt, ich bin es auch. Aber in der Sache muss man einfach zur Kenntnis nehmen, es soll doch in diesem Lande jeder leben, wie er will. Und es soll auch in diesem Lande jeder glücklich werden, wie er will. Und es soll in diesem Lande doch möglich sein, wenn einer die gleichen Pflichten hat, dass er auch die gleichen Rechte hat. Und wenn Sie das nicht verstehen, dann tun Sie mir leid. Und Herr Geist, übrigens, Ihre Ausführungen zu dem Thema sind peinlich. Sie können sich setzen, Frau Steinbach. Herr Geis, wenn Sie, Herr Geis, sich mal überlegen, ihr wurde es vorhin gesagt, warum die Hälfte aller Schwulen und Lesben am Arbeitsplatz sich nicht trauen zu sagen, dass sie schwul oder lesbisch sind, dann ist es wegen Menschen wie Ihnen, die solche Leute diskriminieren. Und das kann nicht angehen. Das ist eine Schande. Das heißt, wenn wir hier Politik machen in diesem Lande, hat CDU, CSU versagt. Und dass Ihr Minister heute nicht hier ist, kann ich gut nachvollziehen. Ich würde mich auch schämen bei der Leistungsbilanz, die ich hier vorlege. Und weil das so ist, sitzt eben nur der arme Kollege Scheuer. Mit dem kann man es ja machen, nicht? Der muss es dann aushalten für all die anderen. Na, er ist ein feiner Kerl. Aber in der Sache wissen wir, dass die Regierung es nicht gerissen hat. Frau Merkel hatte auf ihrem Bundesparteitag in Hannover geschwiegen, wo sie damals noch erklärt hat, dass sie gegen Gleichstellung ist. Und das ist das, was wir als Sozialdemokraten hier weder unterstützen noch gut finden. Und ich glaube, Ihre Gesellschaftspolitik ist wirklich bei Adenauer wieder angekommen. Und ich bin nicht der linkeste Sozialdemokrat aller Zeiten. Das kann man ernsthaft nicht behaupten. Aber dass ich Ihnen das sagen muss, das ist unglaublich. Schönen Tag noch. Wenn man sich denn dann diesen entsprechenden Entwurf anguckt, dann sieht man weiterhin, wer viel brüllt, hat nicht immer recht. Also halten Sie sich entsprechend zurück. Wenn sich den Gesetzesentwurf, das muss ja gestern gesessen haben, Herr Kauder. So, wenn man, ja natürlich, aber da haben wir natürlich über die Fehlleistung Ihrer Bundeskanzlerin gesprochen, über die Art und Weise, wie sie Politik macht. Und das scheint ja auch getroffen zu haben. Es scheint ja zu sitzen. Ich sehe, wir verstehen uns. Und was dabei rauskommt, wenn Sie regieren, sieht man zurzeit in Hessen. Wenn man sich den hessischen Koalitionsvertrag anguckt, dann weiß man, wie günstig Grüne zu haben sind. Kollege Kahrs, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Ernst? Ach, der Kollege Ernst, immer gerne. Früher haben wir das auf unseren Parteitagen miteinander gemacht.
denjenigen, ja, ich genieße doch, dass er steht. Und das reize ich jetzt so lange aus, wie der Präsident mir die Chance gibt. So, es heißt also, und damit komme ich zum Ende, damit der Kollege sich setzen kann, man muss ja auch den Menschen die Chance geben, was dazuzulernen, ist es so, dass wir dann auch dieses Prinzip weitermachen wollen. Jetzt können Sie sich setzen, Herr Kollege, ich fahre fort. Heißt also im Ergebnis, dass wir doch im Ergebnis, das war nicht arrogant, das war einfach hilfreich, im besten koalitionären Sinne hilfsbereit. Wir schätzen uns ja. Aber ich finde ja, da wir einen großkoalitionären Haushalt vortragen, auf den wir alle stolz sind, sollte man das ja auch gemeinschaftlich loben. Das ist ja eine gute Sache. Ich muss Herrn Kauder ja die Möglichkeit geben, dass er freudig klatschen kann. Und das wollen wir ja tun. Jetzt habe ich nicht gesagt, das haben Sie gesagt. Das hier, der hier vorliegende großkoalitionäre Haushalt, ist ein guter Haushalt. Denn, Herr Brinkhaus, er trägt eine sozialdemokratische Handschrift. Ich muss das auch dürfen. Ich finde es richtig, dass die CDU, CSU das aufgenommen hat, sich jetzt dafür lobt. Das heißt, dass auch unser Koalitionspartner lernfähig ist, dass wir das gemeinsam hinbekommen. Das ist eine gute Grundlage für die Zusammenarbeit. Und deswegen, jetzt habe ich Sie mal gelobt und jetzt reicht es Ihnen auch wieder nicht. Also man weiß ja wirklich nicht, was man hier machen soll. Trotzdem glaube ich, dass wir es gemeinsam hinkriegen sollten. Das ist das Gleiche, worüber wir abgestimmt haben, als wir dieses Programm beschlossen haben. Und deswegen, Herr Bartsch, haben Sie gelogen. Deswegen, Herr Gysi, haben Sie Unrecht. Ideologische Verblendung ist Dummheit. Das ist kein Weg, eine Entscheidung im Deutschen Bundestag zu begründen. Und nur, weil Ihnen gerade eine links- und rechtsradikale Regierung gefällt, deswegen zuzustimmen, obwohl Sie in der Vergangenheit auf der Sachebene mal abgelehnt haben, die sich überhaupt nicht geändert hat, da fragt man sich doch, was Sie morgens nehmen. Das müssen doch illegale Substanzen sein. Im Ergebnis jedenfalls ist das weder schlau, noch führt es weiter. Es bedient den Populismus, der überall um sich greift. Und wer Populismus will, wer gepaart mit einer gehörigen Portion Dummheit, der muss Linke wählen. Vielen Dank. Banken sind es, die den Mittelstand finanzieren. Jeder, der eine Lebensversicherung hat, braucht auch Versicherungen. Jeder, der seine Geschäfte abwickelt, die Wirtschaft, die Unternehmen. Wir brauchen ein... Ich probiere das Ihnen zu erklären, dass Sie es auch verstehen. Und dazu muss ich mich auf Ihr Niveau begeben. Das ist leider mein Problem. So, das heißt, wenn wir hier schlicht haben, dann muss man doch auch mit schlicht antworten. Sonst geht es Ihnen doch wie mit dem Kollegen Flossbach, der erklärt Ihnen das hier. Sie verstehen es nicht. Und das ist doch jedes Mal das gleiche Strickmuster. So kommen wir doch nicht miteinander klar. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, meine Rede mal zur Seite zu legen und es auf Ihrem Niveau Ihnen zu erklären.